Wie lange darf man pro Tag reiten? Gut. Da ja jetzt Corona-Ferien sind, haben wir ja viel, viel Zeit, um Videos zu machen. Und deshalb wird jetzt jede Woche ein Fragevideo kommen, also wo ich eine Frage von euch beantworte. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt. Wie lange darf man denn überhaupt reiten oder wie lange darf man pro Tag reiten? Ich reite meistens so eine halbe Stunde. Und wenn ich einen Ausritt mache, ist es schon mal so eine Stunde bis zwei Stunden. Also man kann schon so ein bis zwei Stunden pro Tag reiten. Man sollte das Pferd nur nicht mega überfordern, sodass es wirklich die ganze Zeit nur am Rennen ist, so wie Juni gerade, sondern dass es auch mal in einem gemächlichen, langsamen, gemächlichen Tempo geht, was er gerade irgendwie nicht kann. Die Wanderreiter reiten meistens so sechs Stunden am Tag, aber das natürlich auch nur mit einem geübten Pferd. Also sie sind vorher dann sechs Stunden ausreiten gegangen, also haben es langsam aufgebaut. Erst eine Stunde, dann zwei Stunden, dann drei Stunden, dann vier Stunden, sodass man das langsam aufbaut. Bleib mal stehen, Pony. Wir sind jetzt fertig mit Reiten und mit der heutigen Frage. Abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr die nächste Frage nicht mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr noch zwei andere Videos sehen. Tschüss! Ist gut. Gut.